Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen, ja, ich würde mal sagen, Spezialausgabe der Index-Rundschau und ein großes Wunschvideo. Ja, der Kanal Maria Bendix, schon ewig Abonnentin, hat sich gewünscht, schon mehrfach gewünscht, dass ich mal über den heutigen Film spreche, und das möchte ich mal tun. Vielleicht aber in etwas anderer Form als sonst. Es geht heute um The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Ein Film, der nicht beschlagnahmt ist. Das ist jetzt das erste Mal in dieser Index-Rundschau, dass wir nicht über einen beschlagnahmten Film sprechen. Trotzdem gibt es dort auch zwei Indizierungen, und ich möchte bei diesem Film, wenn wir darüber sprechen, auch einen relativ direkten Vergleich, eine Konfrontation mit dem Film machen, den ich gerade erst gesehen und besprochen habe, Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 2022. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, Texas Chainsaw Massacre The Beginning, muss man sagen, ist ja das Prequel zum Remake aus dem Jahr 2003. Es ist damit der sechste Teil der Texas Chainsaw Massacre-Reihe, hat aber jetzt eigentlich nur Bezug zu diesem Remake und sonst zu keinem anderen Film. Aber zum ersten Mal erfährt man praktisch die Origin-Story von Leatherface. Wir erleben seine Geburt mit und erfahren praktisch, wie er zu dieser wahnsinnigen Familie kam, und ich denke mal, ich muss jetzt gar nicht so viel über den Film inhaltlich erzählen. Ihr werdet den Film kennen, wenn ihr dieses Video seht, beziehungsweise vielleicht mache ich sogar noch mal eine ausführliche Kritik, muss man mal schauen. Mir ist übrigens aufgefallen, ich glaube, ich habe über das Original-Sequel Texas Chainsaw Massacre 2 noch gar kein Review gemacht, muss ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Ja, kurze Bestandsaufnahmen. Der Film wurde 2006 gedreht. Kinostart war Januar 2017, DVD-Premiere Mai 2007. Ich habe eben 17 gesagt, 7 meine ich natürlich. Und es gibt mehrere Fassungen von dem Film. Und die höchste Standardausgabe, die wir in Deutschland haben, ist die sogenannte Unrated DVD. Die hat als Freigabe die SpioJK, strafrechtlich unbedenklich Freigabe. Das ist also die höchstmögliche Freigabe, die in Deutschland erteilt werden kann, von offizieller Stelle. Und ich habe jetzt aber die Uncut-Version geschaut. Das heißt, die Unrated-Version, die es auf normaler DVD gibt, ist nicht die absolut ungeschnittene Fassung, sondern es gibt noch eine Uncut-Version, die mir eigentlich nur als Bootleg bekannt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch offiziell im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde. Blöd ist an dieser Edition, dass ja, dass praktisch sehr oft englischer Ton auch mit drin ist. Das heißt, wir haben nicht nur unbedingt Gewaltschnitte, sondern auch viel gestraffte Handlung, ja, die also gar nicht erst in der deutschen Fassung vorkam und deshalb nicht übersetzt wurde. Wir haben im April 2008 eine Indizierung, und zwar von dieser Unrated DVD, die ich eben sagte, die SpioJK-Freigabe hatte, und eine weitere Indizierung. Hier bin ich der Meinung, dass das meine Version dann sein muss. Vertreiber unbekannt steht hier erstmal, und dann Unrated Uncut-Version. Das wird also meine Edition hier sein, August 2008 indiziert. So, und jetzt hatte ich mir nämlich auch vorgenommen, dass ich diesen Film, der für mich eigentlich immer so der härteste und brutalste der Reihe war, den wollte ich jetzt mal praktisch mit dem ganz neuen Film vergleichen. Und ein Ergebnis ist für mich auf jeden Fall ganz klar. Ich finde, der neue Film ist auf jeden Fall blutiger. Und was die blutigen Effekte angeht, brutaler. Wir können einige Szenen direkt miteinander vergleichen. Es kommt zum Beispiel in beiden Filmen vor, dass jemand mit einem Hammer erschlagen wird. In diesem Film jetzt, in Texas Chainsaw Massacre The Beginning, ist es so, dass der Leatherface, der wird ja in so einer Fleischfabrik geboren und arbeitet dort später auch. Und der Besitzer dieser Fabrik ist praktisch sein erstes Opfer. Damals noch mit einem Hammer wird er erschlagen. Als Bein und dann auch Kopf und so weiter. Und in dem 2022er Film, da erschlägt er ja auch ein, diesen Automechaniker. Und wenn ich dann denke, wie heftig die Szene war, ja, also mehrmals haben wir den Hammer auf den Kopf treffen sehen, das wurde auch mehrfach, ich weiß nicht, ob es jetzt 5 Schläge waren oder was, also das war schon intensiv. Und hier bei The Beginning,
Also auf den Kopf haben wir, glaube ich, sogar nur einen Schlag gehabt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war gar nicht so richtig zu sehen. Klar, so das Bein gebrochen und so weiter. Also der hat auch schon vor Schmerzen geschrien. Aber aus meiner Sicht, und das war auch Melodies Sicht, weil sie hat mitgeschaut, war die neue Szene aus dem 22er-Film wesentlich heftiger und brutaler inszeniert. Einfach, weil es viel öfter zugeschlagen wurde und. Also da ist der neue Film in dieser Hinsicht wesentlich brutaler gewesen als dieser Film hier. Wir haben noch eine zweite Szene, die man vielleicht vergleichen kann. Und zwar ist es so, dass Leatherface erst das Kettensägenopfer, also der erste, so ein Rocker, das ist der erste, den er mit der Kettensäge praktisch tötet, der dann da drauf liegt und dann zersägt wird. Ist in dieser Szene oder in dieser Fassung, die ich jetzt gesehen habe, zwar auch zu sehen gewesen, aber so viel sieht man da gar nicht. Also man sieht schon, dass die Kettensäge da irgendwo rauskommt und alles, aber auch da war der neue Film wesentlich härter. Das war ja praktisch diese Busszene, die man da jetzt vergleichen muss. Ja? Dass wir dort praktisch einmal das Mädchen haben, das gerade aus dem Fenster klettert und dann geteilt wird, wo, glaube ich, sogar noch Gedärme rausfließen, also richtig heftig. Und auch im Bus einige andere, wo auch mal ein Arm abgesägt wird oder sonst was. Also auch hier war die blutige Inszenierung von dem neuen Film wesentlich härter als The Beginning hier. Und eine dritte Szene könnte man sogar noch nehmen praktisch, wo der eine Bruder hier, der Dean war das, glaube ich, der wird ja von Leatherface von hinten so angegriffen, die Säge geht so durch den Rücken, dann hebt er ihn so hoch und schleudert ihn weg. Genau das gleiche haben wir jetzt praktisch im 22er-Film gehabt mit dieser, ich hätte fast Jamie Lee Curtis gesagt, nein, das ist sie ja nicht, aber ihr wisst, diese ältere Frau da praktisch, die ja das Originalopfer aus Teil 1 sein sollte, der passiert da praktisch das gleiche. Und auch hier im neuen Film wieder wesentlich mehr zu sehen, wesentlich ausgereizter, obwohl das ja die Unrated Uncut-Version sein muss und das andere ist einfach nur die Standardversion von Netflix. So diese Standardversion auf Netflix aus meiner Sicht wieder wesentlich blutiger und brutaler, also inszeniert als The Beginning hier. Trotzdem muss man noch den Blick weiten. Wir können nicht einfach nur sagen, wir gucken auf die blutigen Effekte. Also aus meiner Sicht habe ich es jetzt dargelegt, der neue Film ist wesentlich blutiger als wie The Beginning. Trotzdem ist aus meiner Sicht The Beginning der wesentlich härtere und brutalere Film, weil es vieles gibt darin, was nicht unbedingt durch Bluteffekte dargestellt werden muss. Wir haben vor allem von Sheriff Hoyt, diesen unglaublichen Sadismus und Zynismus, ja, diese wirklich schon, man könnte jetzt schon, eigentlich hätte man die Index-Rundschau so fragen müssen, hätte The Beginning beschlagnahmt werden müssen, ja, so hätte man schon denken müssen, weil hier wirklich wieder sehr viel, eigentlich schon fast menschenverachtende Taten sind, ja, also diese Brutalität, diese Grausamkeit, eigentlich auch fast schon grundlose Grausamkeit, die er hier an den Tag legt, ist wirklich überall Maße haben. Das haben wir in keiner Weise in dem neuen Texas Chainsaw Massacre Film gehabt. In dem neuen Film, da hatten wir halt, da könnte man es eher so sagen, fast schon Jason-Motive. Wir haben hier also eine, ich sag mal, eine sterbende Ziehmutter und der übergroße Dummy, ne, der Leatherface, der erlebt das jetzt hier sogar noch ganz direkt mit und wird dadurch böse. Und man könnte schon so argumentieren, dass er dadurch auch ein bisschen auf Rache aus ist. So, und er tötet die Leute und gut ist. Dieser Film hier, The Beginning, ist wesentlich düsterer, wesentlich dreckiger, und auch verachtender, ja, also die menschlichen Charaktere, also die Protagonisten. Was ich gut finde an diesem Film, deshalb bewerte ich diesen Film auch viel besser als den 22er Teil, ist, dass wir haben viel bessere Charaktere. Die vier Hauptcharaktere werden hier lange vorgestellt. Wir haben einige gemeinsame Momente mit denen, Autofahrt, Hotelbesuch, am Pool und so weiter. Wir haben eine Hintergrundstory, die beiden Brüder, die nach Vietnam ziehen sollen. Ne? Das spielt während des Vietnamkrieges. Der eine Bruder, der zumindest vorgibt, dort unbedingt wieder hinzuwollen. Der andere, der praktisch überhaupt nicht dahin will, der nur mit seiner Freundin abhauen möchte. Auch diesen Zwiespalt praktisch zwischen diesen beiden Brüdern, ja. Und, also wir haben da mal Charaktere, die mal was erleben und wir haben genug Zeit, uns mit diesen Charakteren anzufreunden. Ne? Dass sie immer noch recht oberflächlich sind, ist ja,
Okay, das sei mal dahingestellt, aber wenigstens haben wir hier mal vernünftige Charaktere, denen man irgendwas auch mal abkauft, ja, und bei denen man eigentlich auch möchte, dass sie überleben dann. Die Bösewichte, sei mal so, diese böse Familie, die muss hier in diesem Film nicht groß vorgestellt werden, weil der Film setzt natürlich voraus, dass man das Remake von 2003 schon gesehen hat und ist bei, was den angeht, eher darauf aus zu zeigen, wie sind die so geworden. Und zum Beispiel, wieso hat der Sheriff keine vorderen Zähne gehabt im Remake? Warum hat der Onkel Monty im Rollstuhl gesessen? Das war sicherlich schon eine große Überraschung, als man den dann laufen hat sehen, weil dann wusste man sofort, irgendwie musste er seine Beine verlieren. Wie ist Leatherface an die Kettensäge gekommen? Ja? Also das ist schon was anderes. Die Bösewichte müssen hier nicht groß eingeführt werden, weil man kennt sie schon aus einem vorherigen Film. Das setzt er natürlich voraus. Deshalb ist es unter anderem wahrscheinlich so gewesen, dass Melody jetzt diesen Film gar nicht so doll mochte. Sie fand den 22er etwas besser. Wahrscheinlich, weil sie das Remake nicht gesehen hat und deshalb nicht so viel Bezug dazu hatte. Das kann sein. Ja, also wie gesagt, charakterlich ist der Film viel besser praktisch. Aber wie gesagt, diese ganzen Protagonisten sind letztendlich eigentlich für die Familie nichts weiter als Schlachtvieh. Ja, werden auch als nichts anderes betrachtet. Ja, also der Sheriff, der ja auch den, also hier haben wir ja auch diese Kannibalismus-Thematik, die wir im neuesten Film ja gar nicht haben. Ne? Ganz früher nur ganz selten mal angedeutet und in vielen Filmen auch kommt es gar nicht vor. Aber hier wird es richtig zelebriert, dass er den Topf zeigt und sagt, hier, dank unserem guten Sheriff müssen wir nicht hungern und so weiter. Also ganz klar, dass sie die Menschen auch essen. Ja, oder mal, da wird so eine Suppe gekocht und da hebt er die Finger vom Boden auf und so weiter. Also das Kannibalistische ist hier auf jeden Fall gegeben. Und auch wie er zum Beispiel den Dean dort zusammenschlägt. Ja, da fließt kein Blut, aber das ist doch trotzdem eine ultra brutale, grausame Szene. Kann man nicht anders sagen. Ja, wie er den da zusammenknüppelt und sonst was, also und dann später, wie er dann versucht wegzulaufen, in die Bärenfalle rennt und so weiter, also alleine dieser Sadismus, der dort an den Tag gelegt wird, schlägt den neuen Film schon um Längen, würde ich sagen, ja, weil gut, man muss dazu sagen, in dem neuen Film ist Leatherface ja praktisch Einzeltäter, wie ich in meiner Review auch sagte, hier ist er nur einer von vielen, ja, im Grunde ist der Hauptbösewicht hier eigentlich der Sheriff Hoyt. Das ist eigentlich der wahre Hauptbösewicht in dem Remake und in dem Prequel, also Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Leatherface ist hier wieder mal nur einer von vielen. Ja, er ist zwar die große Ikone, der große, starke mit der Kettensäge, klar, aber vor allem in diesem Film tritt er noch eher in den Hintergrund, weil er halt eher ein großes Baby ist praktisch und gar nicht so sehr. Man sieht auch beim ersten Mord praktisch mit dieser Kettensäge, also eigentlich so selbstsicher ist Leatherface da noch nicht. Ne? Es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit vom Sheriff, bis Leatherface dann wirklich mal loslegt. Ja? Und das andere ist ja nur, dass er seine Maske da haben will und sonst was. Auch das ist wieder so eine Szene. Gut, das haben wir. Da würde ich sagen, diese Gesichtsabtrennungsszene in The Beginning ist wesentlich drastischer inszeniert als wie in dem neuen Film. Das ist klar. In dem neuen Film, da nimmt er sich auch irgendwie so eine Maske da, also praktisch schon so ein Gesicht von einem Toten oder was. Hier ist es etwas stärker inszeniert, auch wie er ihm vorher die Arme aufmacht und so weiter. Da ist also The Beginning in dieser Hinsicht etwas härter als wie der neue Film. Das ja. Aber ansonsten, wie gesagt, durch diese dreckige Atmosphäre, durch diese Respektlosigkeit vor dem Leben, Leatherface, der als Baby praktisch direkt in den Mülleimer geworfen wird und sonst was, nur von dieser Mutter da gefunden wird und so weiter. Also das ist es, glaube ich, was es ausmacht. Was diesen Film ausmacht, dass der Film dann doch eine deutliche Stufe heftiger ist, noch nicht in der offensichtlichen blutigen Gewalt. Das, wie gesagt, eigentlich nicht. Da würde ich sagen, hält sich der Film eigentlich in Grenzen. Und wenn es nur das gewesen wäre, hätte der Film wahrscheinlich vielleicht sogar eine FSK 18 bekommen. Aber durch dieses Ganze drumherum, durch dieses Gesamtpaket, durch den Kannibalismus, durch diese Folterungen von den beiden auch, denkt nur an den Bruder von Nudin, der diese Folie über den Kopf bekommen hat und so weiter, durch diesen psychischen Terror bei der Dinner-Szene,
auch durch unnötige Gewalt, zum Beispiel bei Onkel Monty da, also ich habe das gar nicht verstanden. Der Sheriff Hoyt sagt, ja, okay, der Onkel Monty wurde angeschossen, ja, okay. Und damit sich das nicht entzündet oder was, will er dann praktisch, dass der Leatherface ihm das Bein absägt. Also ob das wirklich so Sinn macht, weiß ich nicht, weil müsste diese große Fläche sich nicht viel stärker entzünden können. Und dann verletzt Leatherface Onkel Monty versehentlich am zweiten Bein und sägt das dann einfach auch noch ab, damit es gleichmäßig ist. Ne? Also, boah. Also alleine auch diese in der Familie selber, diese ja, völlig akzeptierte Brutalität da praktisch, das macht es auch aus. Ne? Und dann da haben wir noch diese Beleibte, sage ich mal so, die da auch irgendwie noch angegriffen wird, die eigentlich wirklich was getan hat. Also auch Onkel Monty, der überhaupt nicht helfen wollte und so, der hat dann gesagt, nee, ich will mich da nicht einmischen. Ist erstmal witzig, die Szene, wie es inszeniert ist, aber es ist eigentlich ultra brutal. Ne? Deshalb, also ich würde schon sagen, ja, dieser The Beginning ist schon damit diese Gefahr der Verrohung. Ja, dass also die Gewalt hier als völlig akzeptiert angesehen wird, dass das alles total in Ordnung ist, auch wie die Opfer sich dann wehren und so weiter. Und dass es als völlig normal dargestellt wird und es überhaupt nichts Positives hier in dieser Hinsicht gibt. Ne? Und ja, alles letztendlich schon allein durch die Geschichte auf den Tod der Protagonisten praktisch ja hinaus ist, ne? Weil sonst hätte es in dem Remake ja irgendwie schon mal etwas darüber geben müssen. Es war eigentlich schon klar, dass im Prequel alle sterben müssen, weil es durfte ja keinen Überlebenden geben, weil zwischen dem Prequel und dem Remake lagen ja 4 Jahre. Das heißt, das Mädchen, was die Gruppe im Remake aufgreift, dieses erste Mädchen sozusagen, das ist ja keine von denen aus The Beginning. Ne? Das hätte man ja erst denken können. Eigentlich fehlt da noch ein dritter Film. Es fehlt ein dritter Film dazwischen, der praktisch dann die Geschichte dieses Mädchens, das am Anfang des Remakes aufgefunden wird, erzählt. Und das fehlt letztendlich. Ja, also wie gesagt, ich kann die Indizierung von The Beginning verstehen, wenn man sagt, dass der Film, oder wenn wir einfach auf das Gesamtpaket schauen bei dem Film. Ja? Wie gesagt, wenn wir nur auf die blutigen Effekte aus sind, dann wäre der neueste Film wesentlich härter, dann könnte man eher sagen, müsste der nicht indiziert werden. Aber der hat nicht diese, wie soll ich sagen, diese Respektlosigkeit vor dem menschlichen Leben, der hat nicht diese Folterszenen, der hat eigentlich fast nichts davon. Ne? Das ist einfach nur so ein typischer Serienkillerfilm. Ja? Und hier ist es eher noch eine ganz andere Liga bei The Beginning. Ja? Eine ganz andere Machart, auch anders als wie im Remake. Ja, das Remake, was sich ja eher so am Original hält und so weiter, da haben wir nicht diesen ultra starken Sadismus, ja, weil immerhin das Remake hat ja eine FSK 18 Freigabe bekommen, das heißt, es muss ja wieder eine ganze Stufe harmloser sein als The Beginning und nicht umsonst fand ich The Beginning immer als hart, oder empfand ihn immer als den härtesten Teil der Reihe und wie gesagt, allein nur von der Geschichte, von der eigentlichen Handlung und was so alles passiert, ja, dass keiner mal irgendwie, also wenn ich da zum Beispiel an Cannibal Holocaust denke, ja, da hatten wir ja auch so darüber gesprochen, dass diese Gewalttaten, die Jugendlichen dort an den Tag legen gegenüber diesen Eingeborenen, dass da eigentlich so gut wie nie mal eine Intervention kommt. Einmal von den Mädchen, die irgendwie versucht zu sagen, es reicht jetzt. Hier bei dieser Familie ist das überhaupt nicht der Fall. Ne? Es wird sofort irgendwie alles akzeptiert. Ein, zweimal gucken sie zwar so ein bisschen entgeistert, aber es gibt niemals Widerworte. Der Leatherface, der nicht einmal irgendwie wirklich zögert und. Also diese absolute perfide Grausamkeit von dem Sheriff praktisch, der dann auch noch eigentlich als einer der Guten auftritt, weil er sich als Sheriff verkleidet und so weiter, die andere sofort grundlos erschießt und so weiter. Also da haben wir wirklich, ja, einen Gipfelpunkt erreicht, was das Mainstream-Kino angehen sollte. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der Film nun auch sexuelle Gewalt andeuten wollte, weil die eine oben immer am Bett gefesselt ist und einmal hört man sie schreien und sonst was. Aber es ist mir nicht ganz klar geworden, ob sie nur von jemandem vergewaltigt wurde oder was. Das ist nicht zu sehen gewesen. Das ist dann eher nochmal das, was im Kopf des Zuschauers dann praktisch ja, vor sich geht.
Ja, ob der Film nun auf Liste B sein muss oder A oder irgendwie mit dem neuen System da, das ist mir jetzt eigentlich im Moment völlig egal. Wie gesagt, wir haben durchaus diese Grausamkeit hier. Ob es letztendlich für eine Beschlagnahmung reichen würde, ist fraglich. Aber es ist durchaus mal wieder ein Filmkandidat, der wirklich nahe an der Grenze ist, wo man sagen könnte oder wo man sich die Frage stellen könnte, hätte der Film sogar beschlagnahmt werden müssen, wegen seiner Gewaltverherrlichung und der Darstellung, was dort alles so zu sehen ist, was gemacht wird. Wie gesagt, nicht die Gore-Effekte. Die sind eigentlich so, aus heutiger Sicht, halten die sich sogar noch in Grenzen. Ne? Wenn ich dann, ich denke nur an die Hammer-Szene, ne? Wo dieser Film eigentlich relativ harmlos ist, einmal zuschlagen und gut ist, in der höchsten Cut-Version sozusagen, und der andere Film, da hämmert er fünfmal drauf und der ganze Kopf wird zerquetscht. Also wir haben hier ein paar Szenen, die sind in dem Film brutaler, ein paar Szenen, die sind in dem Film brutaler, und einige kann man nicht vergleichen, ne? Das ist klar. Aber wie gesagt, ich wollte hier eine direkte Gegenüberstellung zu dem anderen Film machen. Und ja, also wenn ich The Beginning bewerten müsste, ich schwanke noch so zwischen 7 und sogar 8 Punkten, also zwischen überdurchschnittlich oder gut gefallen. Wahrscheinlich würde ich momentan eher zu den 7 Punkten tendieren, was aber immer noch wesentlich mehr ist, als wie das der neueste Teil von mir bekommen hat. Ja, das soll es also gewesen sein. Haben wir Texas Chainsaw Massacre The Beginning also jetzt auch besprochen sozusagen im Rahmen der Index-Rundschau. Also ja, ich bin momentan noch der Meinung, Indizierung kann bestehen bleiben, einfach weil wir hier überhaupt nichts Positives in dem Film haben, nur auf Gewalt aus, nur auf Schlimmes, auf Mord, Folter und Totschlag und ja. Und auch so viele Unbeteiligte, die da noch unnötigerweise draufgehen. Ja, man denkt nur an die letzte Endszene, die auch völlig an den Haaren beigezogen ist, dass Leatherface doch plötzlich im Auto ist und die Überlebende zwar auch tötet, aber dann werden auch noch zwei Polizisten mit überfahren, was völlig unnötig ist und so weiter. Also sie hätte auch gegen einen Baum fahren können. Also auch wieder sehr viel unnötige Gewalt. Und jede Figur, die mehr, außer die kleine Rockerbande, da die meisten, aber ansonsten jede Person, die im Film vorkommt, ist eigentlich nur dafür da, um den Bodycount zu erhöhen. Ne? Ja, das wird es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video ist ungefähr nach Wunsch geworden. Und ja, wenn ihr einen Wunschtitel habt für diese Videoreihe, schreibt es gerne in die Kommentare. So es möglich ist, versuche ich da natürlich die Wünsche zu erfüllen. Einer hatte sich schon mehrmals das Geisterschiff der reitenden Leichen gewünscht. Den Film habe ich aber schon länger an den Simon ausgeliehen. Den bräuchte ich erst zurück. Dann kann ich auch über diesen Film sprechen. Und alles andere müssen wir dann mal schauen. Ja, meine Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage bis dahin und ciao.